Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Ist Gott ein Grüner? Klimagerechtigkeit und Religion. Herzlich willkommen auch all jenen, die digital zugeschaltet sind. Wenn Sie mögen, schreiben Sie gerne in den Chat, von wo Sie zugeschaltet sind. Und wir sind auch tatsächlich neugierig, wie Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden sind. Auch das können Sie gerne in den Chat schreiben. Und alle, die analog da sind, die sind auch eingeladen, das beim Rausgehen auf dem Flipboard einzutragen. Mein Name ist Theresa Beilschmidt. Ich arbeite im Bereich Interreligiöses und Gesellschaft bei der Stiftung Weltethos. In Tübingen muss man eigentlich kaum noch sagen, was die Stiftung Weltethos ist. Sie geht zurück auf den Theologen Hans Küng, der in den 90er Jahren Gedanken entwickelt hat, die Weltethos-Idee, eine Vision, wie gesellschaftliche Spaltungen überwunden werden können, wie Gemeinsamkeiten gesucht und gefunden werden können, ohne das Trennende einzuebnen. In unserer heutigen Arbeit unterstützen wir zum Beispiel die Förderung von interreligiösen Kompetenzen, Wertebildung an Schulen oder die Kommunikation zwischen Gesellschaft und Religionsgemeinschaften. Eine weitere Aufgabe der Stiftung ist es, VertreterInnen unterschiedlicher und auch kleinerer Religionsgemeinschaften miteinander ins Gespräch zu bringen und sie sichtbarer zu machen. Bei der heutigen Abendveranstaltung in den Räumen des Weltethos-Instituts, das zur Stiftung Weltethos gehört, in Tübingen wird das oftmals durcheinander gebracht, also wir sind in den Räumen des Weltethos-Instituts und das ist eine Veranstaltung der Stiftung Weltethos, ist eigentlich auch egal, Hauptsache Weltethos. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hier ist auch der Kollege Dr. Christian Ströbele von der Akademie, der freundlicherweise die technische Moderation macht, also den Chat betreut. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen in ganz unterschiedlichen Arbeitskontexten, zum Beispiel zu Tagungen zu islamischen bzw. islamstämmigen Minderheiten. Jetzt in diesem Jahr haben wir da eine Tagung gemacht zu Ahmadiyya. Dieses Jahr Sufismus, nächstes Jahr der liberale Islam. Wir arbeiten aber auch zusammen im Kontext von Umweltethik und interreligiöser Kooperation. Heute Abend steht eine der aktuell gesellschaftlich drängendsten Herausforderungen im Mittelpunkt, die Frage nach Klimagerechtigkeit und der Rolle, die Religionen und Religionsgemeinschaften bei der Bewältigung dieser spielen bzw. spielen können. Sie haben das bestimmt alle schon gehört, die Biodiversität nimmt ab, das Artensterben nimmt rasant zu, Hitze, Starkregen, Ansteigen der Meeresspiegel. Mit seiner großen Aktualität und Dringlichkeit hat der Klimawandel inzwischen einen festen Platz im politischen Diskurs und den Medien. Und teils heftig wird darüber diskutiert, was gegen die Umweltzerstörung getan werden kann und welche Mittel gerechtfertigt sind, um eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu schaffen. Religiöse Akteurinnen und Akteure, die auf der theologischen Grundlage der, christlich gesprochen, Bewahrung der Schöpfung handeln, kommen selten zu Wort. Eine öffentliche Theologie in diesem Bereich entwickelt sich erst langsam. Aber es gibt sie. Das zeigen viele kleine und auch größer werdende Bewegungen, wie beispielsweise Green Faith, die von sich sagen, dass sie Sacred Activism, also spirituellen Aktivismus, betreiben gegen die planetare Krise. Ist Gott ein Grüner? Warum ausgerechnet dieser Titel, werden Sie sich vielleicht gefragt haben. Naja, bei Tübingen bot sich dieser Titel irgendwie an, aber tatsächlich ging es uns auch dabei vielmehr um die Frage, inwieweit grüne Themen wie Klima- und Umweltschutz theologisch verankert sind und als solche bearbeitet werden. Unsere Gäste
Vertreterinnen und Vertreter des islamischen Sufismus und der Sikh-Religion äußern sich dazu und auch zu ethischen Fragen nach Selbsterkenntnis und Verantwortung sowie zum Potenzial von interreligiöser Kooperation in diesem Bereich. Herzlich sind auch Sie alle eingeladen, sich mit eigenen Fragen und Stellungnahmen einzubringen. Auch natürlich Sie, die zugeschaltet sind im Chat. Und wir hoffen dadurch, dass es deutlich wird, dass das Thema Klimagerechtigkeit in allen Bereichen diskutiert werden soll. Noch ein Hinweis. Heute Abend werden Fotos gemacht und auch Videoaufzeichnungen. Die sind gedacht für die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie nicht fotografiert werden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Fotografen, den Sie erkennen. Wir haben schon bei einigen Veranstaltungen kooperiert mit dem Tübinger Verein Desierto Florido. Sie haben vielleicht schon die Snacks und Getränke gesehen. Desierto Florido ist ein kleiner Tübinger Verein, der sich für soziale Projekte in Lateinamerika einsetzt. Und die Snacks und Getränke, die Sie hier gegen eine Spende erwerben können, kommen diesen sozialen Projekten zugute. Amira Taha von dem Verein wird jetzt noch ein paar Worte dazu sagen, damit das alles noch etwas plastischer wird, als ich es Ihnen jetzt gerade sagen kann. Amira, bitte. Vielen Dank. Auch herzlich willkommen und einen schönen Abend von unserer Seite. Wir sind, wie gesagt, schon ein kleiner Tübinger Verein, Desierto Florido. Und bei unserer Vereinsarbeit sind uns drei Punkte sehr wichtig. Zum einen eben der persönliche Kontakt. Alle unsere Projekte aus Lateinamerika wurden von Vereinsmitgliedern mitgebracht. Dementsprechend halten wir da eine Kommunikation aufrecht und wissen so darüber Bescheid, womit die Leute dort, die Projekte und die Menschen, die diese Projekte koordinieren, gerade zu kämpfen haben und welche Mittel sie brauchen, wie wir unterstützen können. Und sprich von den Projekten kommt, wie können wir helfen, und dann versuchen wir diese Hilfe eben irgendwie zu geben, zu gewährleisten. Und ein weiterer Punkt, der uns als Verein sehr wichtig ist, ist, dass 100% der Spenden wirklich bei den Projekten landen, weil wir uns komplett über Mitgliederbeiträge finanzieren. Deswegen freuen wir uns, dass wir heute Abend da sein dürfen und würden uns freuen, wenn Sie uns und unsere Projekte unterstützen. Herzlichen Dank und viel Spaß bei dem Vortrag. Danke. Vielen Dank. Nun zu den Gästen des heutigen Abends. Feride Funda Gegench Aslan ist seit 1995 engagiert im Sufi-Orden der Naqshbandiya und Vorsitzende des Europäischen Zentrums für Sufismus und interreligiöse Begegnungen in Aigeltingen, also hier in Baden-Württemberg. Sie ist außerdem Koordinierungsmitglied des Berliner Forums der Religionen und Co-Kuratorin für die Abteilung der islamischen Mystik im Humboldt-Forum in Berlin. Seit dem Umzug von Berlin nach Oberschwaben oder an den Bodensee, ich weiß gar nicht, wo da die Grenze genau ist, bist du auch Mitglied im Singener Forum der Religionen, und dieses ist Teil des Projekts Räte der Religionen der Stiftung Weltethos. Also auch über diesen Arbeitskontext hatten wir schon miteinander zu tun und inzwischen auch über viele verschiedene Kontexte. Feride leitet Meditationen und Workshops an und ist eben auch als Referentin tätig zu ganz unterschiedlichen Themen wie Sufismus, aber auch Frieden und Gewaltprävention. Kushwant Singh, auch wir kennen uns inzwischen schon über verschiedene Kontexte, hat Ethnologie und Erziehungswissenschaften studiert und ist Gründer des Rates der Sikh-Religion sowie Gründungsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Rates der Religion Frankfurt. Du bist auch ehrenamtlich aktiv im Abrahamischen Forum und der Stiftung gegen Rassismus, und er publiziert
auf Basis der Sikh-Religion, auf den Schriften der Sikh-Religion zu ganz unterschiedlichen Themen, Ethik, Spiritualität, Nachhaltigkeit. Und du bist auch in diesem Kontext viel als Referent unterwegs, unter anderem auch an Schulen. Hauptberuflich leitet Kushwant Singh das Sekretariat der Internationalen Partnerschaft zu Religion und nachhaltiger Entwicklung. Hat also auch hauptberuflich viel mit der Fragestellung zu tun, wie Religion und Entwicklung und eben auch Nachhaltigkeit miteinander zu tun haben. Wir haben uns das für den heutigen Abend so vorgestellt, dass wir zunächst mit Impulsen der beiden ReferentInnen einsteigen und wir dann miteinander ins Gespräch kommen und dann auch Sie eingeladen sind, sich einzubringen. Jetzt möchte ich gerne dich einladen, Feride, für deinen Impuls und dann Kushwant. Vielen Dank, Theresa. Salam alaikum. Ich grüße Sie mit dem Friedensgruß der Muslime. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier das allererste Mal in Tübingen sprechen zu dürfen. Ja, Sufi Like fange ich vielleicht mit einer kleinen Geschichte an aus dem Leben des Propheten Mohammed, Friede auf ihn. Mevlana Firaki berichtet aus dem Leben des Propheten, als er in Medina ankommt und jüdische Gelehrten ihn prüfen wollen, ob er wirklich ein Gesandter Gottes ist, und sie stellen ihm eine Frage, insgesamt 40. Die zweite davon beinhaltet, was gehört zu den ersten Gegenständen, Geschöpfen, die Allah, Gott, erschaffen hat. Und der Prophet antwortet: Der Herr hat einen grünen Edelstein erschaffen. Also die Farbe grün fällt da zum ersten Mal zur Sprache. Diesen grünen Edelstein hat er angesehen und durch die Erhabenheit seines Blickes hat dieser Stein angefangen zu zittern, zu kochen und die Meere und die Erden sind entstanden. Dann ist es verdampft und die 8 Himmel und Paradiese sind entstanden. Ein grüner Edelstein ist also der Ursprung dieser Welt, in der wir leben. Und die Schöpfung ist ein Spiegel für den Menschen. Im Heiligen Koran, dem letzten Testament der Muslime, sagt Allah: Schaut euch die 7 Erden und die 8 Himmel an und alles, was sich darauf bewegt, und versucht euch Gedanken über euren Schöpfer zu machen. Denn die Schöpfung oder der Schöpfer spricht durch die Schöpfung zu uns. Auch wenn Allah, der Herr, sagt, ich bin dir näher als deine Halsschlagader, braucht doch der Mensch einen Spiegel, sogar seine eigene Nase zu erkennen. So ist die Schöpfung, diese Erde, mit allen Mitgeschöpfen, nicht nur den Menschen, sondern auch der Ameise und der Biene und den Maiglöckchen, eine Art Wissen über den Schöpfer, wie, mit wie viel Liebe und Kunstfertigkeit und Schöpfungskraft er alles erschaffen hat. Und wenn wir sehen, dass in dieser Schöpfung etwas nicht ganz rund läuft, dass es brennt, dass es Überschwemmungen gibt, dass es Stürme gibt, hatten wir letzte Woche in Eigeltingen, dann sehen wir, dass da etwas nicht stimmt. Allah, der Erhabene, will uns etwas mitteilen. Wir hier in Deutschland leiden vielleicht so ein Teil von dem, was Menschen anderorts auf anderen Kontinenten erleiden müssen, durch eine gewisse Mitschuld der Menschen. Natürlich bewegt sich kein Blatt vom Ast eines Baumes ohne den göttlichen Willen, so steht es im Koran. Das heißt, auch der Klimawandel untersteht Gottes Wunsch oder Gottes Zulassung. Doch im Islam geht es darum, sich daran zu erinnern, denn Insan ist der wörtlich, der vergisst, sich daran zu erinnern, was das richtige Verhalten ist. Und auch da gehen wir zurück auf das Leben des Propheten Mohammed, aber auch seiner Vorgänger, die Propheten Isa, Messias, Musa, Abraham, alle
die im letzten Testament vorkommen und auch im ersten, im Alten Testament vorkommen, zum Vorbild. Das richtige Verhalten, das anständige Verhalten gegenüber seinen Mitgeschöpfen ist unser Anteil hier in dieser Welt. Es geht darum, sich auf dem rechten Pfad zu positionieren. Der göttliche Wille ist auf der einen Waagschale, das richtige Verhalten des Menschen als Verwalter dieser Schöpfung, weil es nämlich als Krone der Schöpfung erschaffen wurde, ist auf der anderen Seite. Und so versuchen wir, Sufis, in unserer Alltagsreligiosität und Spiritualität uns gegenseitig dran zu erinnern, so wie Allah es im Koran von uns fordert. Wahrlich, diejenigen, die sich in Geduld üben und sich dran erinnern, dass alles im göttlichen Willen unterliegt, aber wir dafür verantwortlich sind, wie wir uns verhalten. Und in Mitgefühl mit unseren Nächsten, auch wenn wir sie nicht sehen und sie auf einem anderen Kontinent leben. Klimagerechtigkeit bedeutet eigentlich Gerechtigkeit. Es geht um die Würde des Menschen. Und sie zählt für jeden Menschen, ganz gleich, woher er kommt, woran er glaubt oder welche Sprache er spricht oder nicht spricht. Und jedem Menschen wird diese Verantwortung auferlegt, sich Gedanken darüber zu machen, wie es den anderen geht und was ich vielleicht unternehmen kann, damit ich etwas Gutes für meinen Nächsten tue. Denn unser Scheich pflegt zu sagen, dein Glück liegt nicht in deiner Hand, sondern in den Händen der anderen. Machst du andere glücklich, das ist wahrhaftige Glückseligkeit für dich. Dankeschön. Ja, schönen Abend. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Ich bin das zweite Mal in Tübingen und bin jetzt durch die Altstadt gelaufen und habe die Menschen gesehen, wie sie da freudig, entspannt saßen und, wie ich auch fand, die Natur genossen haben. Es ist eine wunderschöne Stadt und so sind wir auch beim Thema, was ist unsere Verbindung zur Natur? Und ich würde erst mal sagen, das Göttliche ist eine bunte Das Göttliche ist ein Bunter, das Göttliche ist ein Liebender, das Göttliche ist ein Kreativer. All diese Tugenden, die wir als göttlich erachten, man könnte vielleicht auch ein anderes Wort nehmen, als eine schöpferische oder eine gestalterische Kraft, wenn wir diese selber zum Leben erwecken, dann werden wir selbst nicht nur passive Konsumenten, sondern wir werden kreative Handelnde in einem kosmischen Prozess, den wir am Ende nicht wirklich verstehen können, weil es am Ende ein unglaubliches Wunder bleibt. Wir benutzen gerne das Wort in unserer Tradition, aber auch in anderen Traditionen von Mutter Erde. Mutter Erde ist ein Organismus, sie lebt. Es ist nicht eine Sache, es ist keine Ressource, die wir ausbeuten können. Wir können dies tun, aber als spirituelle Menschen haben wir zumindest mal den Anspruch, wir versuchen, sie als Source, im Englischen würden wir sagen, zu sehen, als eine Quelle des Lebens. Und ein spirituelles Leben macht aus, dass wir intuitiv, nicht weil wir Punkte sammeln wollen für ein Paradies, nicht weil wir anderen Menschen oder jemandem gefallen wollen, nein, aus sich selbst heraus im Einklang mit der Schöpfung leben wollen. Wir nennen das Hukam, du hast eben so schön gesagt, der Wille Gottes, das nennen wir Hukam und es geht darum, diesen intuitiv nach und nach zu erspüren. Dafür ist aus unserer Sicht eine Sache sehr, sehr wichtig, und das ist Weisheit. Wissen spricht den Kopf an. Weisheit spricht unser Herz an. Und immer wenn es um Veränderung geht in unserem Leben, wenn es um Transformation geht, dann geht es eigentlich um unser Herz. Und das ist eine Metapher, wir nennen es auch Gurdwara.
Das Herz ist das Tor zum Göttlichen. Und vom Intellekt zum Herzen sich zu bewegen, das ist eine Reise, eine lange Reise. Und wir alle haben eine lange Reise hinter uns und haben hier und jetzt die Möglichkeit, unser volles göttliches Potenzial im Einklang mit dem Schöpfer und der Schöpferin zu entfalten. Ich habe gesagt am Anfang, Gott, das Göttliche ist eine Liebende, ein Liebender. Und so soll es auch heute darum gehen, um die Liebe zur Natur. Es gibt das schöne Wort Naturliebe, Menschenliebe, Tierliebe. Das ist, was Weisheit und Spiritualität ausmacht. Es geht nicht um Verbote. Es geht nicht darum, einem bestimmten Kodex hinterherzufolgen, weil irgendjemand das vor ein paar hundert Jahren gesagt hat, sondern es geht im Hier und Jetzt intuitiv die höchste Vision unserer selbst im Einklang mit der Natur aus Liebe heraus zu leben. Und so habe ich zugespitzt, als ich gefragt wurde, gibt es denn so Grundthesen, die ihr mitbringt? Da habe ich gesagt, es geht bei unserem Thema nicht so sehr um den Umweltschutz, sondern eigentlich geht es um den Seelenschutz. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich kümmere um mich selber und nicht nur um den Körper, sondern das, was den Körper zum Leben erweckt, wie kann ich dann jemals im Außen die Umwelt schützen? Das ist das Grundprinzip von Weisheit und Spiritualität. Es geht immer um das Innere und das Äußere ist immer die Entsprechung des Inneren. Insofern ist die Umweltverschmutzung nur die äußere Manifestation der Verschmutzung, die wir alle, die wir hier auf Erden sind, in uns tragen. Und die Kunst, und dafür brauchen wir Weisheit, wenn wir diesen Schmutz in uns reinigen wollen, brauchen wir Weisheit. In unserer Tradition spricht man von Ishnan, das Bad in Weisheit in unserem Herzen. Dafür brauche ich keinen bestimmten Ort im Außen. Ich brauche keine bestimmte Kleidung. Ich brauche keine bestimmte Technik, keine bestimmte Körperhaltung. Sondern das Einzige, was ich brauche, dass ich wie ein Brunnen Zugang bekomme zu der Quelle, Zugang zu der göttlichen Stimme, die eigentlich immer in uns erstrahlt und auch klingt wie ein Ozean, wie die Wellen eines Ozeans, die wir aber nicht mehr hören, wenn wir uns vom Ozean entfernen. Nicht der Ozean entfernt sich von uns, sondern wir entfernen uns bewusst oder unbewusst von dem Ozean. Und so geht es dann aus unserer Sicht heute auch sehr stark um Ganzheitlichkeit. Es geht nicht, zumindest in meinem Teil, um technische Lösungen. Wir haben sehr viele Expertinnen und Experten, die sehr viele technische Lösungen vorschlagen. Aber am Ende geht es um eine Ganzheitlichkeit, wo technische, interdisziplinäre, aber eben auch nach innen orientierte Weisheiten zusammenkommen, um dann nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Und ich wünschte, dass diejenigen, die bei Fridays for Future so engagiert sind, auch hin und wieder mit uns die Möglichkeit hätten, in einen Austausch zu gehen, weil auch dort geht es sehr, sehr oft um die Wissenschaft, die technischen Lösungen, die Politik. Aber darum soll es bei mir heute nicht gehen, sondern es wird darum gehen, wie kann ich die Verschmutzung in mir selbst nach und nach reinigen. Wir brauchen am Ende immer im Leben, in unserem eigenen Leben, aber auch als Kollektiv eine Vision. Aus meiner Sicht würde eine tolle globale Vision darin bestehen, einen Holistic Wellbeing Index zu entwickeln. Was meine ich damit? Eine Betrachtungsweise, die Fortschritt daran misst, wie es der Natur, den Menschen und den Tieren geht. Und nicht darauf basiert, dass wir lineares Wachstum betrachten und sagen, wir haben unglaublich viel Geld dieses Jahr verdient, aber eigentlich haben wir sehr, sehr viel Natur dabei zerstört und sehr, sehr viele Menschen wurden dabei ausgebeutet und viele Tiere mussten in einem Zusammenhang leben, den wir als Massentierhaltung bezeichnen müssen. Also, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich auch auf kritische Nachfragen und auch den Brückenschlag zwischen Spiritualität, Weisheit und auch säkularen
Verständnissen in dem Thema. Und ein letzter Satz, jetzt kommt mir doch noch ein Gedanke. Wir reden ja viel von Klimagerechtigkeit. Auch darüber werde ich nicht reden. Denn Recht ist etwas, was ich einklagen kann. Das Klima, da gibt es nichts einzuklagen. Wenn ein Erdbeben kommt, wird es kommen und es wird alle dahin raffen. Unabhängig davon, ob da sehr tugendhafte Menschen gelebt haben oder weniger tugendhafte. Es geht darum, die tieferen Hintergründe hinter diesen Zusammenhängen zu verstehen. Und insofern geht es für mich weniger um Klimagerechtigkeit. Ich weiß natürlich, was dahinter steht, aber ich will bewusst sagen, heute geht es nicht bei mir zumindest um Rechte, sondern um Einsichten. Danke. Ja, vielen Dank für eure beiden Impulse, die schon auch anders waren als das, was man sonst zu diesem Thema hört. Ja, ich hatte ja schon auch eingangs gesagt, inzwischen wird ja viel gesprochen über das Thema Klima, Klimakrise, Klimawandel, jetzt immer mehr Klimagerechtigkeit. Aber jetzt doch nochmal die Frage an euch, um jetzt nochmal einen Schritt vielleicht zurückzugehen. Was würdet ihr denn sagen, welche Rolle spielen denn Religionen in dieser sozial-ökologischen Transformation, in der wir uns gerade befinden? Weil wie gesagt, man hört wenig natürlich davon, aber ihr als Vertreterinnen und Vertreter von Religionsgemeinschaften, was ist da, was würdet ihr dazu sagen? Mittlerweile kann ich sagen, dass ich seit 25 Jahren in interreligiöser Arbeit mich befinde. Und das, was ich aus Erfahrung festgestellt habe, ist, dass ganz gleich, um welche Krise es sich handelt, um die Nachbarschaftskrise, um die Klimakrise, um die Geflüchtetenkrise, um die Kriegskrise, in allen Krisensituationen sind Religionsgemeinschaften die ersten Gruppen, die versuchen zu handeln. Und das aus ihrer Liebe heraus für den Menschen, für die Schöpfung und in ihrem Glauben. Hilfe oder den Notleidenden zu helfen und in Krisensituationen zusammenzuhalten, eine helfende Hand zu geben und sich auch Gedanken zu machen, warum erleben wir das jetzt hier oder warum erleben Menschen anderorts dieses Leid, das ist etwas, was den gläubigen Menschen ausmacht, zu reflektieren, was passiert in dieser Welt. Denn diese Welt, wie gesagt, ist eine Schöpfung und hinter dieser Schöpfung steht mein Schöpfer. Was will er mir mitteilen? Wieso geht diese Welt mit dieser Krise in diese Richtung? Und die Menschen wollen dann, oder gläubige Menschen in den Religionsgemeinschaften, öffnen ihre Türen, schauen nach ihren Ressourcen, ihren Möglichkeiten und versuchen, aufmerksam zu machen, aber auch gleichzeitig aktiv zu werden. Das ist etwas, wo andere zivilgesellschaftliche Strukturen etwas länger brauchen, aber Religionsgemeinschaften ehrenamtlich und im Elan ihres Glaubens sofort reagieren. Und das kennzeichnet sie, glaube ich. Was würdest du sagen, Kuschmann? Ja, die mich kennen, die wissen, dass ich gerne auf die Originalweisheiten von den über 30 Erleuchteten und Weisen, auf die unsere Lebensweise zurückgeht, zurückgreife und das auch zitiere, weil du hast ja gefragt, wo ist da die Verbindung? Das ist die Verbindung. Es gibt gar kein Thema, wo wir keine Weisheiten haben, und zwar religionsübergreifend, die uns nicht anleiten könnten für ein Problem, was wir jetzt aktuell haben, so wie du auch gesagt hast. Völlig unabhängig davon, was für ein Problem wir haben, gibt es Weisheiten, die uns Orientierung geben. Keine harten Antworten, sondern wie du gesagt hast,
ein Orientierungsrahmen für Reflexion, wie ein Klavier, das uns bereitgestellt wird, aber die Melodie müssen wir am Ende spielen. Wir können nicht aus dem Klavier rausgehen. Niemand von uns kann die Naturgesetze überwinden. Wenn ich das Handy hier hochnehme und loslasse, wird es herunterfallen. Völlig unabhängig davon, was wir individuell glauben. Und in der Spiritualität geht es am Ende darum, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Jetzt können wir uns vorstellen, wir machen das Licht aus in diesem Saal. Dann würden wir ja alle noch hier sitzen, aber ich würde sie alle nicht mehr sehen. Und wenn ich gar nicht sie vorher gesehen hätte bei Licht, würde ich sagen, naja, ich glaube, der Saal ist leer. Und so geht es darum, in der Spiritualität immer mehr hinter die Dinge zu sehen, hinter das Materielle zu sehen. Und die Verbindung zur Natur ist sehr, sehr stark in unserer Tradition ausgeprägt. Sie sehen ja mein Erscheinungsbild und für manche ist es exotisch und für andere ist es irgendwie ganz fremd und andere meinen, sie müssten uns beschimpfen. Aber was steht dahinter? Dahinter steht eine tiefe Liebe zur Natur, indem man sagt, das, was die Schöpfung bereitgestellt hat, wird so akzeptiert, wie sie bereitgestellt wurde. Dazu gehört eben auch der Körper. Wir verändern unseren Körper nicht, es sei denn, es gibt einen medizinischen Grund. Und so lässt man die Haare wachsen und genauso wie man den Körper schön kleidet, kleidet man auch den Kopf schön. Und der Turban bedeutet wörtlich das Dar, das und Dar. Das bedeutet die schützende Hand des Göttlichen, die immer über mir wacht und auch ein bisschen Gewicht ausübt und mir sagt, du bist ein ganz kleines Licht in diesem Universum, du hast hier deine Rolle, spiele sie so gut, wie du kannst. Aber geh nicht außerhalb dieser Rolle. Geh nicht außerhalb sozusagen dieser Klaviatur, die dir mitgegeben wurde. Ein Wort, was wir gerne benutzen in diesem Zusammenhang, ist auch das Wort des Gastes. Wir alle, und das finde ich, können auch Menschen, die Religion irgendwie komisch finden, und sagen, sie können damit gar nichts anfangen. Ich glaube, jeder kann etwas damit anfangen. Wir alle sind Gäste auf dieser Welt. Das vereint uns alle, alle, die in diesem Raum sitzen. Wir sind gekommen und wir werden gehen. Unabhängig von dem, was dazwischen passiert. Und da können wir nachher im Detail drüber sprechen. Darin liegt eine unglaubliche verbindende Kraft und auch eine schützende Kraft für uns und für die Natur. Ihr habt jetzt beide gesprochen von Orientierung und auch Schutz. Ist es Aufgabe der Religion, jetzt auch in dieser Situation Hoffnung zu spenden? Oder würdet ihr jetzt vielleicht auch sagen, für Hoffnung ist es eigentlich schon viel zu spät? Glaube und Hoffnung sind Gefährten, heißt es in der Sufi-Tradition. Ohne Glaube keine Hoffnung, ohne Hoffnung kein Glaube. So gehen sie Hand in Hand. Und der beste Freund von beiden ist die Geduld. Doch der Mensch möchte auch etwas tun, möchte handeln, denn der Mensch hat all diese göttlichen Attribute in sich. Auch der Herrschende, der Schaffende zu sein, der Breitende, der Erlösende, der Hörende, der Wissende zu sein und möchte natürlich sich in diese Welt mit hineinbringen. Und das soll er aber tun, indem er auch wirklich die gute Absicht hat. Es gibt immer Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, haben die weisen Deutschen gesagt, ja. Und sie stirbt sogar nicht, sondern sie überdauert bis in die Ewigkeit. Ich stimme dir vollkommen zu. Diese Welt ist eine Dreitagesreise, hat Mevlana Rumi gesagt. Gestern, heute, vielleicht ein Morgen. Und das, wohin wir gehen und wie wir diese Reise nützlich für andere gestalten, also die Aufgabe eines Dieners auf Erden, wenn wir eine nützliche, für andere nützliche Reise, eine Spur von Hilfe, Unterstützung, guter Absicht und guter Werke hinter uns lassen, dann haben wir vor allem sehr viel Hoffnung für die Ewigkeit. Doch auch hier sagt Allah im heiligen Koran, Not und Leid schicke ich dir nur, damit du dich an mich erinnerst. Denn der Mensch, wenn es ihm gut geht, vergisst schnell, dass es so etwas wie Not und Leid gibt. Und dann vergisst er gleichzeitig auch, was das Gute ist, dass es ihm gut geht.
Wir leben in dieser Welt der Dualitäten und brauchen beides, um zu verstehen und ein höheres Bewusstsein zu erlangen. So brauchen wir Not und Leid und Feuer und Krisen, damit wir uns an unseren Schöpfer erinnern und diese Schöpfungskraft in uns selbst entdecken und unsere Kapazitäten erweitern. Das ist jetzt schwer, noch an was anderes zu sagen. Anknüpfen kann ich auf jeden Fall, vielleicht einfach mit anderen Worten. Wir sind uns ja auch sehr nahe. Also jeder, der den Sufismus kennt und unsere Tradition weiß, wir sind sehr nahe. Und es gibt ja auch sozusagen erleuchtete Weise, die ursprünglich einen muslimischen Hintergrund hatten und deren Schriften Eingang gefunden haben in die Schriften der Sikh-Tradition. Es ist völlig klar, wir sind Optimisten. Und das hat auch damit zu tun, weil Weisheit uns eigentlich lehrt, im Jetzt zu leben. Und wenn ich im Jetzt lebe, kann ich gar nichts anderes, als positiv optimistisch zu sein. Denn wie du gesagt hast, ich muss im Jetzt immer irgendetwas tun. Und selbst wenn ich nichts tue, tue ich etwas. Und wenn wir uns das Leben vorstellen wie eine Sanduhr und oben ist die Vergangenheit und unten ist die Zukunft, was ist dann diese kleine Stelle, wo der Sand durchläuft? Das ist die Gegenwart. Es ist nur ein ganz kleiner Moment, aber das ist der entscheidende Moment. Und oft sind wir in der Vergangenheit und oft sind wir in der Zukunft. Aber in der Spiritualität geht es um das Jetzt. Denn es gibt eigentlich gar nichts anderes. Wenn ich weiß, dass das Jetzt kostbar ist, kann ich es mir gar nicht leisten, nicht hoffnungsvoll zu sein. Ich kann gar nicht mir leisten, nichts zu tun. Und insofern auch wieder zu unserem Thema zurück. Es ist völlig klar, dass wir auch im Jetzt handeln wollen und müssen. Aber dann jetzt mal zwei Thesen für euch. Der Philosoph Thomas Metzinger sieht eine problematische Rolle der Religionsgemeinschaften in der Klimakrise. Er sagt sogar, dass uns organisierte Religionen aufgrund ihres Jenseitsglaubens an der Bewältigung der Krise hindern, weil eben das Interesse an der Gestaltung des Diesseits zu gering ist und die eigene Sterblichkeit verleugnet wird. These 1. These 2. Macht euch die Erde untertan, so Gott laut Genesis. Ist die Bibel oder religiöse Erzählungen im Allgemeinen, sind sie vielleicht schuld an der Naturbeherrschung und also auch an dem Klimawandel? Diese These formuliert der deutsche Historiker Philipp Blom in seinem Buch Die Unterwerfung. Was sagt ihr zu diesen beiden Thesen? Also bei der ersten These muss ich schmunzeln. Weil es ist sehr interessant, was Menschen so von sich geben und auch schreiben. Also wenn ich auf mich schaue, kann ich sagen, dass ich mich sehr fürs Diesseits, aber auch sehr fürs Jenseits interessiere. Ich könnte aber nicht von mir behaupten, dass ich passiv da sitze und nicht aktiv werde im Sinne von Umweltschutz oder anderen Dingen. Jetzt mal entpersonalisiert gesprochen, kann ich die These sehr einfach widerlegen, und zwar empirisch. 4 von 5 Menschen weltweit fühlen sich einer Religion zugehörig. 4 von 5 Menschen. Ich weiß, vielleicht wird man hier verdutzt sein, weil es in Europa nicht so ist. Aber wenn wir weltweit schauen, nochmal, 4 von 5 Menschen fühlen sich einer Religion zugehörig. Also müsste ja die Welt in einem paradiesischen Zustand sein. Denn alle würden sich ja von sozusagen 4 von 5 um das Jenseits kümmern, würden friedvoll da sitzen, ja, und sich die Hände reichen, es gäbe gar keine Kriege und so weiter. Aber so ist es ja nicht. Also insofern habe ich gesagt, habe ich geschmunzelt über die These. Ich wünschte mir natürlich, dass wir uns als religiös, spirituell erachten, dass wir so tugendhaft wären, dass wir gar nicht dazu kämen, die Umwelt zu schädigen, weil wir die ganze Zeit in einer einzigen Harmonie sozusagen Richtung Jenseits streben. Das tun wir ja nicht. Zur zweiten These komme ich später.
Diese Thesen oder die vorgetragenen Thesen sind wieder ein Beispiel davon, dass man einen Fetzen aus einer Offenbarung oder aus einer Theologie herausnimmt und darauf ganze Thesen aufbaut und den Rest einfach mal rauslässt. Wenn wir jetzt vom Islam ausgehen, und das Christentum ist da, glaube ich, mit enthalten, wenn wir vom Tag des jüngsten Gerichts sprechen, dann werden wir gerichtet aufgrund unserer Taten im Diesseits. Das heißt, alles, was wir hier anrichten, wie viele Ameisen wir zertreten, bewusst und voller Gewalttätigkeit, das wird auf die Waagschale gelegt werden. Und wer für sein Seelenheil, ja, und für die für das gute Urteil Gottes was tun will, muss es hier machen. Das heißt, mit der Natur und mit seinen Mitmenschen gut umgehen und auch für den Erhalt dieser Welt sorgen, damit es am Tag des jüngsten Gerichts glimpflich davonkommt. Also hier investieren, um dann in der Ewigkeit im Jenseits davon zu profitieren. So funktioniert zumindest der Islam, ganz banal erzählt. Also haut das so nicht hin. Wir haben das vorher schon beide betont, es geht um das Hier und Jetzt. Wie wir uns entsprechend unserer Glaubensvorstellung mit einer reinen und guten Absicht auf dieser Welt verhalten. Wenn wir sagen, das ist Mutter Erde oder das Haus der Schöpfung, dann gibt es auch eine Hausordnung. Im Islam sagen wir Gebote und Verbote. Das, was gut für uns ist, ist auch gut für unseren Nächsten. Und das, was nicht gut für uns ist, ist auch nicht gut für unseren Nächsten. Aber jeder ist frei, selbst darüber zu verfügen. Ich zumindest versuche, mich richtig zu verhalten, keinen Schaden zuzufügen, damit ich am Tag des jüngsten Gerichts mehr Fürsprache habe als Ankläger. Du wolltest noch was zur anderen These sagen. Genau, mit macht ihr die Erde zum Untertan. Also es gibt ja in den unterschiedlichsten Strömungen weltweit ja auch Menschen, die predigen, je mehr du hast weltlich, umso näher bist du dem Göttlichen. Prosperity Gospel als nur ein Beispiel, aber wir finden das in allen Traditionen. Und das ist natürlich eine Inspiration, wo ich sage, das ist das, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Denn es führt ja genau dazu, dass man sich die Erde untertan machen kann und wenn ich immer mehr habe, dann bin ich irgendwie ein vermeintlich religiöser, toller Mensch und habe ganz viele Punkte gesammelt. Genau darum geht es ja eigentlich nicht in der Spiritualität, sondern Tugenden wie Bescheidenheit, Demut, du hast vorhin gesagt, Hingabe, und zwar nicht für ein Gehalt, was kommt, sondern aus Liebe. Das sind die Dinge, die im Herzen von Spiritualität stehen. Und bei uns sagt man sogar, Natua vevas vata danade, also dieser verrückte Geist in uns, also Geist vielleicht im deutschen Kontext kann man das missverstehen, aber bei uns heißt Geist im Englischen sozusagen Mind, diese verschiedenen Stimmen, die wir alle im Kopf haben, die uns nach außen bringen. Ja, also wenn ich gerade hier sitze und rede, bin ich im Kopf aber völlig woanders und träume irgendwie von meinem fetten Auto, was ich mir jetzt kaufen will. Ja, ich bin nicht hier. Das wird bei uns Mind genannt, also die Kraft der Seele, die mich zum Materiellen hinzieht. Und die Weisen sagen, du kannst so viel im Außen tun und auch noch sozusagen Ablasshandel im Außen betreiben, aber die Verschmutzung in dir, die wirst du damit nicht los. Also insofern, was ist unsere Aufgabe? Das ist ja sozusagen dann die Frage hinter der Unterwerfung der Natur oder anderen Dingen. So wie du gesagt hast, die Aufgabe ist zu erkennen, erstens, ich bin ein Gast und wie verhält sich ein Gast? Also ich bin heute hier zu Gast und ich werde höflich mein Wasser trinken und es wieder zurückstellen. Ich werde wahrscheinlich keine Möbel zerstören und werde möglichst höflich mit ihnen reden, nicht nur damit alle einen guten Eindruck von mir haben, sondern weil es sich einfach so gehört. Und dann gehe ich dorthin, wo ich eigentlich herkomme. So, wenn wir dieses Grundprinzip von Gast sein übertragen auf alle anderen Dinge,
dann fängt dort schon der Naturschutz an und ich komme gar nicht auf den Gedanken einer Unterwerfung. Ich komme auch nicht auf solche Wörter, wo ich sage, wir haben den Berg besiegt. Nein, gar nichts haben wir besiegt, sondern ich erfreue mich an dem göttlichen Anblick auf dem Gipfel und sehe, ich bin so ein kleines Licht und hatte die tolle Möglichkeit, auf diesem Gipfel zu sein und die Schönheit der Natur zu erblicken. Dann ist man voller Dankbarkeit, genauso wie ich voller Dankbarkeit bin, dass ich hier Wasser und vielleicht was Nettes zum Essen bekommen habe. Also so funktioniert Weisheit. Es gibt keine harten Antworten, aber es gibt eine Orientierung und hier ist die Orientierung, nicht die Erde sich untertan machen, sondern verhalte dich wie ein Gast, bei uns sagt man auch ein Musafir, wie ein Reisender. Du hast vorhin quasi den Begriff Klimagerechtigkeit kritisiert, beziehungsweise Gerechtigkeit in diesem Begriff. Nicht kritisiert, ich wollte nur einen anderen Blick nochmal drauf werfen. Okay, da meine Frage wäre jetzt, wie sieht es denn aus mit der Verantwortung? Hans Jonas hat ja schon 1979 im Prinzip Verantwortung, diesen ökologischen Imperativ im Grunde geäußert. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Wie ist es mit der Verantwortung bestellt? Was würdet ihr dazu sagen? Der Mensch ist verantwortlich für seine eigenen Taten. Und die Menschheitsgeschichte hat einen Gang, der natürlich Gott gewollt und Gott geschrieben ist, wenn wir an das Schicksal glauben. Und das tun wir Muslime. Und wir sollen in Zeiten, wo es nur ein geringeres Übel gibt, aber nicht das Optimum, immer das geringere Übel wählen. Das hat der Prophet Friede auf ihn gesagt. In der Endzeit, das heißt, diese Welt wird enden, daran glauben wir, alles Gute hat ein Ende, so auch diese Schöpfung, damit etwas Neues, anderes entstehen kann in der Ewigkeit. Alles wird enden, auch in der Endzeit, so wie die Muslime es nennen, wird es nichts Optimales, Ideales geben, nur das geringere Übel. Also zwischen zwei Übeln muss man wählen. Das heißt, Allah sagt zu uns, wir sollen uns positionieren. Wir sollen schauen, dass wir am wenigsten schaden und mit dem geringsten Übel die Zeit des Übels überstehen. Wir müssen uns also Gedanken machen. Wenn wir sehen, überall auf der Welt oder jetzt gerade ganz neu in Deutschland, sogar bei den Kirchentagen, wird über Klimagerechtigkeit gesprochen, dann ist das ein Warnsignal. Das heißt, das ist jetzt sozusagen das Wort, worüber wir alle reflektieren sollten, denn nichts ist Zufall für gläubige Menschen. Das heißt, wir sollten uns schon als gläubige Muslime darüber Gedanken machen, was hat es mit diesem Begriff auf sich? Und was muss ich an mir ändern vielleicht oder verbessern, um meinen Beitrag dazu zu leisten? Dass es im Islam nicht nur um Klimagerechtigkeit geht, sondern dass alle Themen des Alltags und des Lebens, sowie auch alle Konflikte und Krisen bereits im Koran Erwähnung finden, wo der Prophet sagt, wo Allah sagt, Entschuldigung, im Koran, esst, trinkt und verschwendet nicht. Ein verschwenderisches Dasein, ein verschwenderisches Leben, sprich Konsumgesellschaft modern, ja, dient zur Zerstörung und nicht zum Erhalt. Und wenn du auch an einem breiten Fluss deine Waschung vornimmst, nimm nur so viel Wasser, wie du benötigst. Es gibt Wasser in Übermenge und dennoch soll man sich nur so viel nehmen, wie man braucht. Das sind alles Empfehlungen, die von vor über 1500 Jahren durch einen Propheten, der weder lesen und schreiben konnte, mitten in der Wüste, an die Menschen als Gottes Wort überliefert wurde. Und so viel Weisheit steckt da drin und so viel Aktualität auch im Hier und Jetzt. Und wenn neue Begriffe kommen, wie Klimagerechtigkeit, dient es uns wiederum nur als Erinnerung an die göttliche Offenbarung durch den Propheten. Und wir als Muslime sollen uns Gedanken machen und unsere
unsere Brüder und Schwestern auch daran erinnern, dass wir diese muslimischen Werte und Empfehlungen wieder mehr beherzigen. Ja, du stellst immer Fragen. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde pro Frage dazu sprechen. Ich muss mich dann stoppen, weil ich habe dann immer so Verbindungen unterm Turban. Bei uns sagt man dann Orbum Puratan Vera. Also seit jeher gibt es Streit wegen materiellen Dingen, sozusagen Wohlstand und Land. Und auf der anderen Seite wird gesagt, Appen hati Appena Apehikadiswarie. Wir sind verantwortlich, so wie du gesagt hast, für unsere Taten, unser Denken und unser Handeln. Und dann wird noch gesagt, Jehemarek Ejad Akela. Du gehst am Ende alleine diesen Weg. So, es ist immer dieses Spannungsfeld zwischen, so, du hast es mit der Dualität schon ausgedrückt. Ja, wir können den Tag gar nicht genießen, wenn es keine Nacht gibt. Und so können wir gar nicht das Leben genießen, wenn wir gar nicht wüssten, es wäre endlich. Und jetzt muss sozusagen die Beantwortung kommen, was hat das mit Verantwortung zu tun? Verantwortlich bin ich zunächst mal allein für mich. Ich kann niemanden anders heilen auf dieser Welt, sondern nur mich. Und dafür bin ich da. Du hast vorhin so schön gesagt, und so würden wir es auch sagen, Leiden ist ein Geschenk. Das klingt jetzt für manche vielleicht unglaublich, aber Leiden ist ein Geschenk, weil wir immer dann unglaublich wachsen, wenn wir leiden. Wenn wir aber 10 Tage am Strand liegen, einfach nur abhängen, nichts machen, passiert da irgendeine Entwicklung? Also spätestens, glaube ich, nach dem 5. Tag geht es uns das den meisten wahrscheinlich auf die Nerven und dann will man vielleicht zumindest ein Buch lesen oder rumlaufen und so weiter. Also Verantwortung trage ich für mich und gleichzeitig trage ich aber, so wie du es gesagt hast, immer auch Verantwortung für die Gemeinschaft, weil, und jetzt kommt wieder die Verbindung zur Spiritualität, wir entstammen einer spirituellen Familie. Also wir alle, die wir diesen Körper verlassen werden, sind ja irgendwo hergekommen. Diejenigen, die jetzt das schwierig finden, würde ich gerne einladen, mal kurz sich darauf einzulassen. Das heißt, wir waren eine Familie und sind jetzt hier und haben den Eindruck, dass es ganz unterschiedliche Familien gibt, weil der eine ein bisschen dunkler ist, der andere ein bisschen größer, der andere wiegt irgendwie 70 Kilo, der andere bringt nur so wie ich ein bisschen weniger auf die Waage und der andere hat irgendwie ein Kopftuch auf dem Kopf und der andere hat gar nichts auf dem Kopf und so denken wir, sind irgendwie so ganz unterschiedlich. Ja, also in anderen Kontexten würde man sagen, guck mal, die ist ja komisch, hat ja nichts auf dem Kopf. Und hier sagt man, guck mal, der ist ja komisch, der hat ja was auf dem Kopf. Da sage ich immer, tut mir ja leid, was kann ich dafür, dass ihr diese Tradition, die es auch hier gab, nicht mehr fortführt. Wir machen das ja nicht, um anders auszusehen, sondern wir führen diese Tradition einfach fort. Sprich, Verantwortung ist uns immer, immer mitgegeben. Und ich finde es wichtig, und das hat ja auch was mit euch zu tun, mit Stiftung Weltethos, das Thema Erziehung. Also wir können Umweltschutz gar nicht hinbekommen, wenn wir nicht von Kind an beigebracht bekommen, was bedeutet es, ein Gast zu sein. Ja, mich wundert es, wenn manche Leute sagen, oh, also die Kinder bei euch, die sind ja so höflich, die sagen ja sogar Hallo, die machen die Tür auf, die fragen nach Wasser und so weiter. Da sage ich ja, wieso ist das ungewöhnlich? Ja, hier macht das bei uns, macht das keiner mehr, höre ich manchmal. Ja, es geht um Wertevermittlung von Kind an. Und wir kommen später nochmal dazu, ich will es nur mal antriggern. Zyklisches Denken. Wenn ich zyklisches Denken nicht beibringe, sondern nur lineares Denken, kann ich später nur sehr schwer im Einklang mit der Natur leben. Das ist die eigentliche Verantwortung, die wir haben. Die Weisheit, die uns kostenfrei mitgegeben wurde, konditionslos, die zu nehmen und zum Leben zu erwecken, unabhängig vom Hintergrund. Du hast jetzt gerade auch schon Weltethos erwähnt. Es gibt ja die Weltethos-Erklärung, die 1993 unterschrieben wurde, unterzeichnet von ganz vielen verschiedenen Vertretern unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Und dann 2018 wurde eine 5. Weisung hinzugefügt, und zwar die der ökologischen Verantwortung. Da wäre jetzt meine Frage an euch,
Wie seht ihr denn die Chancen einer solchen weltweit gültigen ethischen Weisung, die ja über Religionen hinweg da auch im Konsens gefunden wurde und die eben von ganz unterschiedlichen VertreterInnen dann auch gelebt und, wie du gerade auch gesagt hast, gelehrt wird? Wer möchte? In der islamischen Tradition wird wenig von Missionieren gesprochen oder von Belehren. Vor allem in unserem Sufi-Kontext heißt es eigentlich, unser Scheich sagt uns immer, misch dich nicht ein, wenn du nicht gefragt wirst. Das heißt, wir predigen nicht nach außen, in der Gemeinschaft ist es etwas anderes, nicht nach außen, sondern wir leben. Wir versuchen, richtig zu leben, woran wir glauben, unsere Werte, so wie du wunderschön gesagt hast, weiterzugeben und sie weiter am Leben zu erhalten und dadurch ein gutes Beispiel zu sein. Das heißt, wenn unsere Nachbarn sehen, dass wir Acht geben, wie wir mit unserem Wasser, mit der Bewässerung des Gartens und dergleichen umgehen, und glauben Sie mir, unsere Nachbarn bekommen das mit, ja, dann hoffen wir, ein gutes Beispiel dabei zu sein, dass wir nicht verschwenden, dass wir vernünftig unsere Ressourcen einsetzen und dass wir niemanden belehren wollen, aber dass man gerne uns das abgucken darf. Denn Copyright ist bei Allah. Alles, jede Inspiration, alles in der Schöpfung, was einen Namen hat, hat eine Seele, und so auch jede Idee, so auch die Klimagerechtigkeit, es lebt davon. Und wir sollen uns nur Gedanken machen, was der richtige Gehalt, die Weisheit dahinter ist. Natürlich, je mehr Menschen, ganz gleich, wie sie es benennen, ob sie es sagen, das ist Spiritualität, das ist Alltagsreligiosität, das sind meine Gebote oder das ist einfach richtiges soziales, ökonomisches Verhalten, ganz gleich, welchen Titel, welchen Namen, welchen Begriff man dafür nimmt, solange man sich richtig verhält, ist es gut und es wird nachgeahmt und es verbreitet sich. Das heißt, es ist nicht nur eine religiöse Bewegung oder ein religiöser Aktivismus, sondern es ist einfach nur der Zustand, ein gutes Vorbild zu sein, was dann natürlich von Menschen, die vernünftig und mit Verstand in die Welt hinausschauen und dieselben Probleme sehen und erkennen werden, dann nachgeahmt wird. Ein Beispiel dafür ist die Pandemie. Es gab so viele Menschen, die gesagt haben, wir glauben nicht daran, wir wollen es nicht wahrhaben. Aber dann hat es die ganze Welt stillgelegt und alle mussten sich zurückziehen. Und ich denke, wenn Gott es natürlich will und so geplant hat, wird auch der Klimawandel solch ein Ausmaß annehmen, dass niemand mehr die drei Äffchen spielen kann, sondern irgendwo irgendwie mitziehen muss und Verantwortung übernehmen muss. Ja. Soll ich noch eine andere Frage anschließen? Okay, schließ an. Welches Potenzial, oder ihr beide seid ja auch im interreligiösen Dialog aktiv. Welches Potenzial seht ihr denn von interreligiöser Kooperation in diesem Bereich? Also wo seht ihr denn auch, dass Religionsgemeinschaften miteinander und auch im interreligiösen Gespräch dem etwas, ja, eine besondere Note oder vielleicht auch eine besondere Botschaft mitgeben können? Ja, ich versuche das mal zu verbinden, was ich vorher sagen wollte. Also wenn man ein globales Problem hat, kann man es nicht lokal lösen. Also insofern brauchen wir Kollaboration, und wir brauchen Kollaboration über Grenzen hinweg. Und zwar alle menschengemachte Grenzen. Und das ist die Unterscheidung, die wir immer vornehmen. Was ist göttlich und was ist sozusagen menschengemacht? Ein einfaches Beispiel, und ich sage das deswegen, weil das ist wiederum eine Orientierung, die wir in verschiedensten Kontexten nutzen können,
und auch für den interreligiösen Dialog, aber auch wenn es um Zusammenarbeit geht im Bereich des Umweltschutzes. Padya an Padya Param Gati Pave. Also das, was wir gelernt haben, zu verlernen. Also ich habe das mal vereinfacht, die Dekolonisierung sozusagen des Ichs bezeichnet, Decolonizing the Mind. Das ist eine Kunst, die wir brauchen, wenn wir über die eigenen Grenzen hinweg zusammenarbeiten wollen. Ich nenne das immer so ein bisschen, ja, es so immer in der eigenen Suppe schwimmen, ist jetzt irgendwann nicht mehr besonders schwer. Aber es ist viel, viel schwieriger, dass ich mich aus meiner Tradition herausbewege und mich heute hier hinsetze und zu Ihnen spreche und nicht zu den eigenen Leuten spreche, in Anführungsstrichen. Aber nicht missverstehen, ich sehe Sie auch als meine eigenen Leute, weil wir sind eine Familie. Dekolonisierung, was bedeutet das? Das, was ich vorhin gesagt habe, von Kind an das zu dekonstruieren, was Menschen gemacht ist. Dazu gehört zum Beispiel der Nationalstaat. Ja, jetzt nicht in falsche Richtungen gehen, ich will keine Revolution anzetteln, sondern ich will nur sagen, ein Nationalstaat ist ein menschengemachtes Konstrukt, eine Fiktion mit realen Auswirkungen. Ich bin wandern gewesen, es war so ein Wald, es war noch Deutschland, Bayern und dann stand da so ein Schild und plötzlich stand da, Sie sind nicht mehr in Bayern, stand da, nicht Deutschland, ja, man gebe acht, Sie sind nicht mehr in Bayern, ja, sondern jetzt sind Sie in Österreich, ich habe gar nichts davon gemerkt. Also ich brauche ja erstmal das Schild oder eine Grenze, die mir sagt, ey, du hast eine Grenze jetzt in deinem Kopf aufzubauen, weil jemand im Außen eine Grenze aufgebaut hat. Und für mich und unsere Tradition ist interreligiöser Dialog, Kollaboration intuitiv angelegt, weil unsere Weisen entstammten aus den verschiedensten Hintergründen, aus den verschiedensten Religionen und haben am Ende aus der Kakophonie, die ja herrscht, wenn zwei Leute nur diskutieren, eine Harmonie gemacht. Und wie konnten sie das machen? Indem sie all das, was menschengemacht ist und war, dekonstruiert haben und sich auf den Kern des Menschseins fokussiert haben. Und das nennen wir Spiritualität. Du schaust auf das, was hinter dem Körper steht, du schaust auf das, was dahinter steht, was Menschen gemacht haben. Und wenn diese Fähigkeit Kindern mitgegeben wird, habe ich auch schon im Unterricht erlebt, das ist für die irgendwie ziemlich neu, weil man in der Regel immer sozusagen so erzogen wird, meine Religion, meine Lehren, das und das und das. Aber die Sprache der Spiritualität, der Sprache der Weisheit ist immer universell. Sie ist nicht personengebunden, sie ist nicht eventgebunden, sie ist nicht ortgebunden. Und das inspiriert mich im interreligiösen Dialog sozusagen diese Wahrheitssuche. Wie komme ich im Kern zusammen und wie kann ich das entblättern, was uns eigentlich trennt? Verschiedene Gebräuche, verschiedene Essensvorschriften, all das mal entblättern und sagen, warum sitzen wir eigentlich im selben Boot? Lasst uns mal darüber sprechen. Und man findet dann immer eine Verbindung zum Herzen. Das ist das, was wir in dieser Welt brauchen. Nicht nur, wie du gesagt hast, für den Umweltschutz, sondern für alle Bereiche, wo es Ungerechtigkeit gibt, wo es Unmenschlichkeit gibt. In der Bürokratie, bei Gerichten, überall, in der Schule, auf dem auf dem Arbeitsplatz. Was ist die Präposition? Bei der Arbeit. Eine Form des multireligiösen Klimaaktivismus betreibt da die internationale Organisation Green Faith. Dieser spirituelle Aktivismus wurde auch mal bezeichnet als heiliger Widerstand. Da würde mich mal interessieren, was euer Blick darauf ist und dann eben daran anschließend auch die Frage, wie politisch sollte Religion sein und wie religiös die Politik? Jetzt fängst du mal an. Vielleicht kennt man Dorothee Sölle, Mystik und Widerstand. Ja, also das sind ja Dinge, die sind schon lange zusammen gedacht worden. Für mich heißt Mystik und Spiritualität immer Widerstand. Und ich habe ja vorhin schon fast für die Abschaffung des Nationalstaates plädiert, aber ich bin eigentlich im Inneren, wenn ich das sage, Mystik und Widerstand. Ich leiste Widerstand gegen die Niederungen meiner verrückten Gedanken, die ich habe. Das ist Mystik und Widerstand im ersten Schritt. Und das zeigt sich dann natürlich im Weiteren auch, wie ich im Außen agiere. Spiritualität heißt immer, ich lasse mich nicht von Trends verleiten. Also an dem Tag,
wo ich beschimpft werde wegen meinem Turban, trage ich auch meinen Turban. An dem Tag, wo ein hübsches Mädel vorbeikommt und sagt, du siehst aus wie ein Prinz, trage ich auch meinen Turban. Also ich versuche es zu entkoppeln von dem, was im Außen ist. Und das ist sozusagen Mystik und Widerstand. Und das führt natürlich auch irgendwann dazu, dass solche unglaublichen Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer geboren werden, die in einer schlimmen Situation, in einem Kontext von Rassismus, Menschenverachtung in der Lage sind, in einer Konversation mit dem Göttlichen am Ende zu entscheiden, ja, es ist manchmal notwendig, auch Leben auszulöschen, um mehr Leid zu verhindern. Ja, eine Diskussion, die wiederum sehr, sehr aktuell ist. Das ist das, worum es eigentlich geht, wenn wir, und es gibt sehr, sehr viel dazu in den Weisheiten zum Thema Widerstand. Es geht immer, immer, immer darum, erstens zu erkennen, ups, da ist gerade ein kleiner Krieg in mir. Ja, Wut ist ein kleiner Krieg. Wieso entsteht der? Wie kann ich ihn überwinden? Wie kann ich beim nächsten Mal, wenn mich einer triggert, ruhiger bleiben? Ja, das hat ganz viele Ebenen, auf der individuellen Ebene, auf der kollektiven Ebene. Wenn wir diese Weisheiten, deswegen habe ich das mal Spiritual Policy Making genannt, wenn wir diese Weisheiten bei Politikerinnen und Politikern hätten, ja, dann würde auch die Politik natürlich anders aussehen. Aber wir können ihnen natürlich keinen Vorwurf machen, weil Politiker sind keine Heilige. Heilige gehen nicht in die Politik. Und ich werde aber die Frage dann beantworten, wenn ich dir erstmal zugehört habe, was die Verbindung ist zwischen Politik und Spiritualität. Das interessiert mich jetzt auch. Islam bedeutet Hingabe und Widerstand ist zwecklos. Eslem, Teslem, wir ergeben uns dem göttlichen Willen und alles andere, was wir sagen würden als Widerstand, würde dann nicht Islam bedeuten. Eine Geschichte. Mevlana Celaleddin Rumi, der Meister der Sufi-Erzählungen, wurde eines Tages von einem Schüler von außerhalb besucht. Er kam und sagte, oh Mevlana, ich bin so weit gereist. Ich will unbedingt von dir das Geheimnis der vier Pforten in die göttliche Gegenwart erfahren. Du musst mir das Geheimnis nennen. Mevlana Rumi sagt, hier, du musst natürlich was dafür tun. Geh mal rüber in die Medrese, in die Schule. Du wirst vier nebeneinander sitzende Studierende sehen. Alle lesen und studieren den Koran. Und was du machen sollst, ist ganz einfach. Fange rechts an, schlage den ersten so heftig wie du kannst auf den Nacken und dann arbeitest du dich weiter nach links. Wie gesagt, so getan, der Schüler hat nicht verstanden, warum er die anderen Studierenden schlagen soll, aber er möchte das Geheimnis der vier Pforten in die göttliche Gegenwart erfahren, so macht er sich auf den Weg. Er geht in die Medrese, sieht die vier Studierenden vertieft in den Koran und sagt, okay, mein Meister hat es mir gesagt, ich ergebe mich, ich schlage sie. Macht er. Und der Erste wird ganz stark auf den Nacken geschlagen. Dieser springt natürlich auf, ist wütend, dass er geschlagen wurde während des Koranstudiums, schlägt ihn zurück, regt sich noch auf, beschimpft ihn und setzt sich wieder hin und liest weiter im Koran. Noch drei, sagt er, der Erste ist überstanden. Okay, der Zweite. Wieder schlägt er ganz stark, voller Kraft auf den Nacken des zweiten Studierenden. Dieser steht auf, schaut ihn böse an, erhebt die Hand und dann überlegt er es sich anders, setzt sich wieder hin und studiert weiter den Koran. Glück gehabt sind es nur noch zwei, sagt der Student, geht zum dritten. Auch ihn schlägt er mit aller Kraft auf den Nacken. Dieser zuckt nicht wirklich, dreht sich um, lächelt ihn an und liest weiter im Koran. Der Letzte, und dann habe ich es geschafft. Den Letzten schlägt er mit aller Wucht, aller Kraft, was er hat, denn das ist jetzt der Letzte, die letzte Hürde, um seine Antwort zu bekommen und in das Geheimnis eingeweiht zu werden. So schlägt er ihn mit aller Wucht und zu seiner Überraschung keine Regung, keine Bewegung, kein Mucks, kein Widerstand. Gut, sagt er, Auftrag erfüllt, rennt zurück zu Mevlana und sagt, so, ich habe alle geschlagen. Hast du das? Ja, sagt er. Und was haben sie gemacht?
Der Erste ist aufgestanden und hat mich zurückgeschlagen. Ja, sagt er, dieser Schüler befindet sich auf der Stufe der Scharia, des Rechts, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast ihn geschlagen, wirst zurückgeschlagen. Was hat der Zweite getan? Er ist aufgestanden, hat seinen Arm gehoben, hat mich aber nicht geschlagen, hat es sich anders überlegt. Ja, sagt Mevlana, das ist die Stufe der Tadika, Sufismus, die Stufe der Vergebung. Das ist die zweite Stufe in die göttliche Gegenwart. Er hat sich entschieden, dir zu vergeben. Was hat der Dritte getan? Der Dritte hat nur geguckt, mich angesehen, gelächelt und hat weitergelesen. Er ist auf der Stufe der Marifa, des Wissens über die göttliche Gegenwart. Er weiß, alles kommt von seinem Schöpfer, Heil und Unheil, war aber neugierig, wen hat sein Schöpfer diesmal geschickt, um ihn zu prüfen. Und der Vierte, der hat nichts getan, keine Bewegung, keine Regung. Er ist ganz versunken in der Stufe der Hakika, der göttlichen Wahrheit, der göttlichen Gegenwart. Dort gibt es nur La ilaha illallah, den einen und einzigen. In der Einheit mit Gott gibt es sonst nichts anderes. Keinen Schlagenden, keinen Geschlagenen, kein Schmerz, kein Mucks, nur die göttliche Gegenwart. Und das streben wir an. Und kurz, um das mit einem Koranvers zu verbinden, Allah ist mit den Geduldigen. Deswegen gibt es keinen Widerstand im Islam. Ja, du musst mich stoppen. Ja. Könnt jetzt den ganzen Abend füllen. Also es ist ein sehr wichtiges Thema, aber auch ein komplexes Thema. Politik und Spiritualität. Ich sage meine Weisheit, Diski antaraj ibman son narkapati hovatswan. Das besagt, dass Menschen, die nach Macht streben, leben im Dunklen, ja, sind blind. Und es wird verbunden eigentlich mit dem Urgrund des Lebens. Warum sind wir hier? Alle Fragen, die wir haben im Jetzt, zumindest in meinem Leben kann ich das auf jeden Fall so sagen, können wir nicht gut beantworten, wenn ich nicht verstanden habe, warum ich hier bin. Wenn ich verstanden habe, warum ich hier bin, kann ich auch Politik anders einordnen. Was sagt der Politiker, der klassische? Der klassische Politiker verspricht immer vor der Wahl, dass es danach besser wird. Und danach ist die Aufregung immer groß, weil es ja irgendwie nicht wirklich besser wird. Ja, eigentlich ist es überhaupt nicht verwunderlich, weil die Politiker sind ja aus derselben Soße geboren wie die anderen Politiker. Also warum sollten sie irgendwie anders sein? Okay, man ist ein bisschen in die Richtung, der eine ist ein bisschen in die Richtung, aber das Grundsätzliche ist sehr ähnlich. Lineares Wachstum, all diese Dinge. Also warum sagen die Weisen das, dass jemand, der nach Macht strebt, in Dunkelheit lebt? Was sie damit sagen wollen, ist, wenn ich doch weiß, dass dieses Leben niemals das Paradies sein kann. Niemals. Wenn ich das schon verstanden habe, wieso gebe ich so viel Energie in ein System, wo ich weiß, dass ich das, was ich eigentlich finden will, gar nicht finden kann? Ein anderes Bild, was mir sehr hilft. Was machen wir, wenn wir krank sind und im Krankenhaus landen? Was tun wir? Wir hören ganz artig auf die Ärzte, nehmen die Medikamente und hoffen wirklich, dass wir morgen draußen sind. Stellen Sie sich mal vor, wir sind im Krankenhaus und dann fange ich an, die Tapete noch schöner zu machen und die Wasserhähne noch aus Gold zu verzieren und bin die ganze Zeit damit beschäftigt, das Krankenhaus schöner zu machen. Da wird jeder sagen, hast du einen am Turban? Du bist doch hier nur 3 Tage, wieso musst du ja alles irgendwie mit Luxus auslegen? Und wenn wir das mal übertragen auf dieses Leben, ist es genauso. Wenn ich weiß, ich bin hier, um zu heilen, also in einem positiven Sinne, man hat mir die Chance gegeben, zu heilen. Und ich bin in einem therapeutischen Kontext, dann werde ich doch alles dafür tun, dass ich die Therapie erfolgreich beende und nach Hause komme. Und das führt aber auf gar keinen Fall dazu, dass ich irgendwie weltfremd irgendwie im Wald sitze und gar nichts mehr tue, sondern wohlwissend,
dass das alles hier vergänglich ist, werde ich trotzdem, so wie wir es vorhin gesagt haben, meine Verantwortung hier im Jetzt wahrnehmen. Und dazu gehört auch, dass ich die Weisheit habe, nicht irgendwo 1000 Kilometer hinzufliegen, um jemanden zu retten und gleichzeitig meinen CO2-Abdruck zu erhöhen, sondern zu sagen, wer hier links und rechts braucht eigentlich meine Unterstützung. Deswegen ist es die Verantwortung von uns immer, da, wo wir sind, zu helfen. Nicht sozusagen einen Altruismus an den Tag legen, wo ich dann am Ende noch zeigen kann, wie toll ich bin, weil ich irgendwo am Ende der Welt das gemacht habe. Ich habe vorhin gesagt, ne, Nadu avevas bota dande. Die Verbindung zwischen dem, was ich hier tun muss, und gleichzeitig immer die Dekonstruktion im Kopf zu haben, mein Fokus ist auf der Spiritualität, auf dem, was bleiben wird. Und nicht hier draußen das Krankenhaus. Es macht sozusagen im Sinne der Nachhaltigkeit, ist es nicht nachhaltig, das Krankenhaus zu verschönern, sondern es ist nachhaltig, seine Seele zu verschönern. Ja, ich merke schon, wir könnten euch beiden ewig zuhören. Die Weisheiten, die ihr mit uns teilt, das ist auch was so oft nicht gehört wird. Deswegen vielen Dank für die Einblicke. Aber ich würde jetzt doch gerne auch Ihnen das Wort geben, Ihnen, die Sie hier sind vor Ort und auch Ihnen, die Sie zugeschaltet sind. Sie vor den Bildschirmen können gerne in den Chat schreiben. Christian Ströbele wird dann für Sie sprechen. Und Sie, die Sie hier sind, melden Sie sich gerne. Und dann kommt Matthias Häusler mit dem Mikrofon vorbei. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Statements, eine Reaktion? Alle Fragen sind erlaubt. Ob ich antworte, ist eine andere Sache. Also Sie haben betont, wir sind nur Gast auf Erden. Wir kommen und gehen dann wieder und dann, Zitat, unabhängig von dem, was dazwischen passiert. Das ist ja aber auch die Frage. Das kann ja so nicht sein. Es ist ja ganz wichtig, dass dazwischen etwas passiert. In der Realschule früher hat die Biologielehrerin schon gesagt, man sollte wenigstens ein bisschen klüger von der Erde gehen, als man gekommen ist. Und in dem Sinn wohl müssten Sie ergänzen, dass es wichtig ist, dass die Erde oder da, wo wir leben, ein Stück heiler, ein Stück schöner, harmonischer geworden ist durch denjenigen, der gelebt hat. Ja, Sie haben es wunderschön gesagt. Also insofern, ich meinte in dem Kontext nur, wir werden gehen. Ob wir gute Dinge getan haben oder nicht gute Dinge getan haben. Wir sind gekommen und wir werden gehen und das verbindet uns. Und es ist völlig richtig, so wie Sie es sagen, wenn ich in den Spiegel gucke, an dem Tag, wo ich abtrete und sagen kann, ich habe ein bisschen was dazugelernt. Sikh bedeutet ja übrigens Schüler, Schülerin. Jemand, der lebenslang, und wenn wir sagen lebenslang, heißt das über Reinkarnation hinweg, bereit ist zu lernen. Also deswegen gehen wir auch in die Schule. Und wenn wir aus der Schule rausgehen und immer noch nicht lesen und schreiben können, dann waren die Lehrerinnen und Lehrer vielleicht schlecht, aber vielleicht hat es auch was mit mir zu tun gehabt. Und insofern geht es wieder um Verantwortung, auch im Kontext von Weisheit. Ich habe die Weisheit, aber es ist meine Verantwortung, ob ich sie nehme und mich transformiere und mich, es gibt ein ganz tolles deutsches Wort, Deutsch ist ja so eine tolle Sprache, Vervollkommnung, ja, das, was mir da liegt, nehme, um mich zu vervollkommen. Ich bin nicht ganz voll. Ja, ich bin hergekommen, um voll zu werden. Ich sehe jetzt keine. Ah, doch, eine gehobene Hand, zwei. Also ich denke manchmal naiv und ich sage, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, sehen wir doch jetzt aus der heutigen Sicht als eine gute Sache im Laufe der Geschichte. Warum gehen wir davon aus, dass das Aussterben des Menschen nicht Gott gewollt ist? Sie haben ja auch gesagt, alles hat ein Ende. Sie haben gesagt, der Klimawandel geschieht nicht ohne die Zustimmung Gottes.
warum verhalten wir uns so oder warum glauben wir zu wissen, dass das nicht auch der Gottes Wille und Gottes Weg sein kann? Also das habe ich schon betont, dass nichts auf Erden passiert, so steht es im Koran, kein Blatt fällt ab von einem Ast eines Baumes, ohne dass es der göttliche Wille wäre. Man soll in allem, was in der Welt passiert, den göttlichen Willen erkennen. Und es wird natürlich auch von einer Apokalypse gesprochen, vom Ende der Welt. Aber auch in dem Moment sagt der Prophet Mohammed, Friede auf ihn, pflanze einen Baum, auch wenn du siehst, die Welt geht unter. Das heißt, die Rolle des Menschen, um vielleicht auch auf Ihre Frage zurückzukommen, im Islam ist eigentlich sehr klar zum Ausdruck gebracht. Als Krone der Schöpfung, ausgestattet mit den göttlichen Eigenschaften, ja, der Vergebende, der Barmherzige zu sein, aber auch der Strafende, der Schaffende, der Zerstörende zu sein, also diese Gegensatzpaare, ist der Mensch dazu auserwählt, diese Eigenschaften im göttlichen Willen, mit dem göttlichen Willen, als Verwalter und Stellvertreter Gottes auf Erden einzusetzen. Das ist seine Aufgabe, danach soll er streben. Und das kann er erfüllen, wenn er sich an die gegebenen Richtlinien hält und versucht immer auf dem rechten Weg sich zu verhalten. Damit hat der Mensch für sich schon sehr viel zu tun. Und es geht, wie er schon gesagt hat, immer um die Zeit, in der wir uns bewegen. Dass ein Ende kommt, eine Apokalypse kommt, ein Ende der Zeit, das ist unabwendbar. Das steht in unserer Heiligen Schrift und als gläubige Muslime glauben wir auch daran. Wir möchten nur nicht beteiligt an diesem Ende sein, sondern wir möchten zu denen gehören, die einen Baum pflanzen und Hoffnung geben in dem Moment des Feuers. Ja, ich meine, eins ist ja klar, selbst mit einer wissenschaftlichen Betrachtung expandiert das Universum und wird irgendwann implodieren und dann wird es möglicherweise wieder expandieren. Das heißt, mit der Betrachtungsweise wird alles Materielle, so wie wir es kennen, zu Ende gehen. Insofern kann man ein bisschen beruhigter sich alles anschauen und nicht so aufgeregt. Und gleichzeitig, jetzt kommt wieder Weisheit ins Spiel, Jia Ga Ahar Ji. Lebewesen leben immer von anderen Lebewesen. Das ist ein Naturgesetz. Also wir, selbst wenn ich ein Vegetarier bin, brauche ich ja ein anderes Lebewesen, um mich zu ernähren. Pflanzen. Also geht es darum, eine Sache zu verstehen. Es ist gar nicht möglich, in Anführungsstrichen nicht Schaden anzurichten. Aber ein Schaden, in Anführungsstrichen sage ich, den ich anrichte, weil ich einen Salat esse, aus einer Notwendigkeit heraus, aus einem natürlichen Bedürfnis heraus, ist etwas anderes, als wenn ich irgendwie unglaublich viele Bäume fälle, weil ich da meine Riesenvilla hinsetzen will. Es geht immer um die Unterscheidung zwischen Begierde und Notwendigkeit. Ein natürliches Bedürfnis versus Begierde. Wenn ich das als Orientierung mitbekommen habe, habe ich irgendwann intuitiv gar keinen Wunsch, immer mehr, immer größer und so weiter. Und ich werde verstehen, es gibt einen übergeordneten Grund, warum hier keine Dinosaurier durch die Gegend laufen. Ich meine, wäre vielleicht spannend, aber würde wahrscheinlich unser Zusammenleben ein bisschen durcheinander bringen, vielleicht auch spannender machen und die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen wären total froh. Also flapsig formuliert, aber es gibt natürlich einen Grund, warum die ausgestorben sind. Und so werden auch andere Lebewesen aussterben und wir werden auch aussterben. Also wir können 1000 Dinge digitalisieren, wenn das Universum Bums macht, dann ist alles weg. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt plötzlich in einer Passivität verharre und sage, ja, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wenn ich weiß, warum ich hier bin, tue ich das, was notwendig ist. Wir nennen das auch sozusagen, man benutzt das Schwert der Weisheit, wie bei einem Krebs. Das, was ich nicht brauche, wird entfernt mit dem Schwert, mit dem Skalpell. Und gleichzeitig benutze ich aber das Gesunde, weil ich weiß, das muss erhalten werden. Insofern auch, bestimmte Lebensformen kommen und gehen, aber meine Verantwortung ist es zu durchschauen und zu sagen, warum muss ich eigentlich 5-mal die Woche Fleisch essen?
Wenn ich es nicht tue, gäbe es weniger Massentierhaltung, es gäbe weniger Umweltverschmutzung, es gäbe weniger Hormone im Wasser, die Hormone würden weniger in meinen Körper kommen, es gäbe wahrscheinlich weniger Krankheiten und so weiter. Weil, ich habe ja verstanden, zyklisches Denken. Ich bin nicht außerhalb der Natur, der Mensch steht nicht über der Natur. Und die Krankheiten, die wir bekommen, kommen nicht einfach so, sondern es gibt einen Grund, so wie du auch gesagt hast, und es geht darum, daraus zu lernen und nicht die Fehler, die wir gemacht haben, zu wiederholen. Wir können über Atomenergie heute sprechen, wo man sagen kann, also niemand, der bei Verstand ist, kann doch behaupten, dass das sicher ist. Und trotzdem gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, nein, nein, das ist total gut. Und dann macht es Wumms, erst in Tschernobyl und dann in Japan, Fukushima. Und dann kommen einige wenige auf die Idee, ist vielleicht nicht gut. Ich nenne das immer evozierte Ethik versus intuitive Ethik. Intuitive Ethik braucht nicht eine Katastrophe im Außen, damit man gut handelt. Und jetzt mache ich Schluss, weil da werden die Finger gehoben. Ja, es gibt eine Frage aus dem Chat. Tatsächlich haben wir zwei Fragen aus dem Chat. Sollen wir sie beide gleich einbringen vielleicht? Die eine Frage betrifft einen Gedanken, den vor allem du auch ausgeführt hast, aber der Parallelen hat. Also Kuschwand, du hast davon gesprochen, dass Umweltverschmutzung verstanden werden kann als Folge unserer inneren Verschmutzung. Und entsprechend also auch eine innere Reinigung in gewisser Weise eine Voraussetzung dann für Umweltengagement ist. Und jetzt ist also die Frage, wie soll man sich diesen Zusammenhang konkret vorstellen? Also müssen dann Mülltrennung, CO2-Einsparung, regional einkaufen, Beenden von Tierquälerei und so weiter, muss all diesem dann jeweils ein innerer Prozess vorangehen? Ist es so, dass wir dann quasi automatisch Umweltschützer werden, wenn wir solche inneren Prozesse durchlaufen? Oder wie sieht das konkret aus? Also das ist die eine Frage. Soll ich die andere auch gleich einbringen? Ich glaube, ich würde lieber erst darauf antworten. Ja. Mhm. Ja, eine sehr tolle Frage. Danke, wer immer die Frage gestellt hat. Das ist die entscheidende Frage. Wie kann ich mich eigentlich innerlich reinigen? Und natürlich hat jemand, der sagt, ich will jetzt nicht mehr meinen fetten SUV fahren, ich will nicht fünfmal im Jahr irgendwo Urlaub machen, wo ich mit dem Flieger rumfliege, ich mache vielleicht mal ein Balkonkraftwerk oder Solar dran. Da ist ja innerlich etwas vorangegangen. Und das, was ich dann tue, ist die Manifestation der inneren Entwicklung. Also genau darum geht es. Jetzt geht es aber bei der Spiritualität darum, auf allen Ebenen, diesen Reinigungsprozess zu durchlaufen. Ja, so ein bisschen wie wenn man mit dem Auto in die Waschanlage fährt. Da lasse ich nicht nur den linken Spiegel sauber machen, sondern ich will das ganze Ding sauber haben. Und die Metapher, die wir benutzen, so, das hat mir zumindest geholfen. Ich sage gerne die Metaphern, die mir geholfen haben, weil ich bin ja als kleiner Junge aus Indien hergekommen und habe dann hier Kindergarten alles durchlaufen und habe ja diese Sprache auch mühsam erlernen müssen. Ne? Eine metaphorische Sprache von Erleuchteten, wo man denkt, also was wollen die mir jetzt in Gottes Namen sagen? Ich habe fünfmal das gelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber eine Metapher, die mir hilft, ist zu verstehen, wir funktionieren wie eine Feder. Ja, also einfach gesprochen, wir sind wie eine Feder und die geht immer wieder auf. Tausende Gedanken. Das will ich machen und das will ich machen und immer irgendwie in die Zukunft gerichtet. Spiritualität bedeutet, ich bin in der Lage, diese Feder so zusammenzudrücken, dass sie wieder in Verbindung ist. Verbindung heißt in dem Fall mit dem Göttlichen. Sobald sie aufgeht, bin ich im Außen und verliere sozusagen diese Verbindung zum Göttlichen. Und wie kriege ich jetzt die Feder zusammen? Wie kriege ich irgendeine Feder zusammen? Ich muss Gewicht drauflegen. Welches Gewicht? Das Gewicht der Weisheit. Fortwährend muss ich Weisheit aufnehmen, fortwährend. Nicht nur, wenn ich mich für ein Podium vorbereite oder wenn ich hier oben sitze, sondern auch, wenn ich durch die Gegend gehe. Utet bete zovet jayemare gechaltere das gaye. Egal, was ich tue, ob ich sitze, laufe, Sport mache, versuche ich in Verbindung zu sein mit dieser Weisheit. Und das ist der Prozess der Reinigung, wie ich vorhin gesagt habe. Ich muss nicht an einen bestimmten Ort. Ich muss nicht irgendwie eine bestimmte Form haben oder ein Aussehen haben. Aber die Offenheit haben, dass ich die Weisheiten, die uns ja bereitstehen, dass ich die nehme. Und natürlich, das ist auch wichtig zu verstehen, die Weisheiten in Schriften, das ist natürlich die äußere Manifestation der Weisheit, die ich sowieso in mir habe. Bani Brabeki Sabgobole, diese Weisheit spricht zu allen.
auch zu Tieren. Also ein Tier weiß ja auch, in welche Richtung ich fliegen muss, ein Vogel und so weiter. Woher hat es diese Weisheit? Sie sind ja nicht in die Schule gegangen, wo dann der Lehrer gesagt hat, so, ne? Also im Winter, das ist die Richtung, hier musst du Karten lesen. Nein, intuitiv. Diese Intuition haben wir auch in uns. Aber es so ein bisschen wie beim Brunnen, wo man oben erstmal Wasser reintun muss, muss ich das wieder rausholen. Also es ist ein lebenslanger Prozess über viele Reinkarnationen, wo ich immer wieder diese Weisheit in mir aufnehme. Und jetzt die zweite Frage. Ja, ich würde jetzt natürlich am liebsten noch ganz viel nachfragen. Also ja. Zum Beispiel, in welchem Verhältnis jetzt so quasi meine Intuition zu der Tradition der Weisheitslehren steht beispielsweise, ja. Oder auch in welchem Verhältnis so Tugend- oder Haltungsethik zu normativer Ethik steht. Da hattest du vorhin schon ein paar Sachen gesagt. Aber wir müssen jetzt einfach uns an die Sachen halten, die jetzt auch schon hier so im Chat kamen. Und nochmal was an euch beide geht und jetzt auch sehr konkret wird und wo ihr ja auch beide auch in Organisationen seid, wo ihr auch Best-Practice-Beispiele oder die Erfahrungen anderer Organisationen auch kennt. Da wird nämlich gefragt, welche konkreten Schritte könnten religiöse Institutionen unternehmen, um erstmal auch ihre eigene Umweltbilanz zu verbessern und Beispiel für nachhaltiges Handeln zu setzen? Also konkrete Schritte von Religionsinstitutionen. Und des Weiteren, welche Beispiele gibt es oder kennt ihr, wovon könnt ihr berichten, wo bereits religiöse Gemeinschaften aktiv Maßnahmen zum Umweltschutz ergriffen haben und vielleicht auch eben schon also aufweisbare Erfolge erzielt haben? Es gibt bereits sehr viele gute Beispiele, grüne Moscheen, den grünen Gockel, glaube ich, bei den Kirchen, die klimaneutral ausgebaut sind, ausgerichtet sind. Wir haben beispielsweise Schlösser an unseren Waschmaschinen und Geschirrspülern. Wenn die Sonne untergeht, dann darf keiner in unserer Kommune mehr waschen, ja? Damit wir die Solarenergie nutzen und so weiter. Zum einen die eigene Religionsgemeinschaft zu informieren und bewusster auf den Umweltcharakter der eigenen Religion hinzuweisen. In diesem Zusammenhang hat mein Sheikh Eshraf Efendi mal gesagt, der Muslim ist der Umweltaktivist, wenn er sich Muslim als gottergebener gläubiger Mensch an alle Gebote hält. Dann ist er ein Friedensaktivist, dann ist er ein Umweltaktivist, dann ist er ein Diener Gottes, der nur aktiv ist für das Wohlwollen aller Geschöpfe, wenn er sich an alles halten würde. Und das ist wohl das Erste, worauf wir hinweisen sollten, zu informieren im Hier und Jetzt in der eigenen Gemeinde, was können wir hier vor Ort tun. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, auf die Menschen hinzuweisen, die es nicht so gut haben, hier, wie wir hier in Deutschland. Dass Menschen fliehen müssen, umziehen müssen, ihre Länder, ihr Zuhause verlassen müssen, weil ihre Häuser nicht mehr stehen können, unter Wasser sind oder von Tsunamis zerstört worden und so weiter. Unsere Kinder sollen auch wissen, dass es so etwas auf dieser Welt gibt, um ein Bewusstsein darüber zu erhalten und umso mehr und stärker sich auch an diese Verhaltensempfehlungen zu halten. Das andere ist natürlich, wenn eine Glaubensgemeinschaft damit anfängt und sei es eine muslimische Glaubensgemeinschaft, gucken sich das die christlichen Nachbarn, die jüdischen Nachbarn oder die buddhistischen Nachbarn dann natürlich auch ab. Denn man ist in einem sehr fruchtbaren Austausch. Was der einen Gemeinde gut tut, kann der anderen Gemeinde nicht schaden und man hat immer Vorbilder und auch wenn es aus China kommt, das Wissen, dann soll man hinreisen und es sich holen, hat der Prophet gesagt, Friede auf ihn. Also diese Dynamik zwischen den Religionsgemeinschaften hat man in der Geschichte gesehen, wo es auch um Emanzipationen geht. Und ich denke, wenn es um Klimaaktivismus geht oder um Friedensaktivismus, da reagieren die Glaubensgemeinschaften auch sehr dynamisch. Auf der anderen Seite
lokal vor Ort, beispielsweise mit den Foren und den Räten der Religionen, gemeinsame Zeichen zu setzen. In Gärten der Religionen, die vielerorts zu finden sind, kann man gemeinsame Aktionen erstmal symbolisch starten, aber dann über das symbolische Bild hinaus dann auch für sich selbst aktiv werden, indem man schaut, was kann ich wie die kleine Ameise als ein Tropfen für ein besseres Umweltbewusstsein leisten. Und aus einem Tropfen wird dann ein Teich, ein See, vielleicht der Ozean. So entwickelt sich alles in Religionsgemeinschaften. Und ich denke, das ist das richtige Bild. Ja. Also für mich wäre ein Good Practice aus einem religiösen Kontext, wenn dort junge Menschen ranreifen, die Dinge durchschauen. Ein Beispiel, Zertifikatehandel. Also Zertifikatehandel ist ungefähr so, ich sitze hier auf dem Podium, nehme ziemlich viel Essen zu mir, haue mir den Bauch voll und habe aber jemanden anders beauftragt, ins Fitnessclub zu gehen und der soll für mich strampeln. Und dann mache ich hier einen Tickbox und sage, ja, Kuschmann hat sein Fitnessprogramm heute erledigt, weil ich habe hier den beauftragt, dass der für mich da in den Fitnessclub geht. Ja, also Mystik und Widerstand, kritisches Denken, das Durchschauen von Dingen auch im Umweltkontext, das wäre für mich ein Good Practice. Technische Lösungen, für mich hat das überhaupt kein Spezifikum mit religiösen Gemeinschaften. Also nicht religiöse Atheisten und so weiter, die haben, ich kenne viele Atheisten, die haben lange vor den religiösen Solar auf dem Dach gehabt und haben ihr Auto abgeschafft und so weiter. Völlig atheistische Leute. Ich sage zu denen immer, ihr seid spirituell. Was? Wieso sagst du zu uns sowas? Ich sage, ja, guck mal, ihr macht euch Gedanken um die Natur. In der Spiritualität geht es nicht um den Glauben bei uns. Allein um die Wirkung, die ich entfalte. Wirkungsorientierung nennen wir das in der Entwicklungszusammenarbeit, aber das gibt es auch in der Spiritualität. Ich schaue auf die Wirkung und zwar auf allen Ebenen. Wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz? Wie verhalte ich mich zu Hause? Wie verhalte ich mich mit meinen Kindern? Wie verhalte ich mich, wenn ich einen rassistischen Nachbarn habe? Wie verhalte ich mich, wenn ich sehe, dass in der Politik irgendwie inzwischen fast 20% der Menschen eine Partei wählen, wo ich nicht mal für möglich gehalten hatte, dass so eine Partei noch mal entsteht? Das heißt wiederum für mich ein holistisches Denken und was ist das Spezifische in Religionsgemeinschaften? Nicht das Technische, nicht die Solaranlage auf dem Dach, das können alle. Aber dass sie Menschen hervorbringen, die nach Vervollkommnung streben, die bereit sind zu verzichten. Also unser Bundeskanzler hat neulich gesagt, in der ganzen Umweltdebatte, ja, wir brauchen nicht verzichten. Also ich habe es mir zweimal angehört, ich habe zurückgespult und gedacht, meint er das ernst? Er muss es als Politiker sagen, weil er muss ja natürlich wiedergewählt werden. Ich sage öffentlich heute, hier und immer wieder, ja, wir alle auf diesem Globus müssen verzichten. Und nicht die armen Menschen in Afrika und in Lateinamerika und in Asien, die fast gar keinen CO2-Abdruck haben. Ich habe einen CO2-Abdruck, weil ich in meiner Position durch die Welt reise und hier mit dem Auto manchmal durch die Gegend fahren muss oder wie heute mit dem Zug hergekommen bin. Ich muss mich sozusagen an meine eigene große Nase fassen und sagen, wie kann ich es morgen besser machen? Wenn wir solche Menschen hervorbringen, dann sage ich, Job der religiösen Gemeinschaften wurde erledigt. Die müssen an der Speerspitze sein. Und da muss ich nicht mehr predigen, sondern die Leute, so wie du gesagt hast, wenn ich an der Speerspitze bin, schauen die an und sagen, hey, die sind irgendwie in Harmonie mit der Natur. Ja, wie bei Indigenen, die sagen, eine Stadt per se, habe ich gelernt. Ich habe ein Panel moderiert in Indonesien mit Indigenen. Die sagen, eine Stadt per se ist Natur und Mutter Erde feindlich, weil sie mehr Ressourcen der Erde entnimmt, als sie jemals der Erde zurückgeben kann. Das sind die Gedanken, die wir brauchen. Das sind die Gedanken, die in den religiösen Städten zu lehren sind. Ja, wir müssen uns freimachen von diesen rückwärtsgewandten alten
sozusagen kodexorientierten, sehr dogmatischen Weitergaben von Dingen, sondern wie bringe ich es den Kindern bei, dass sie es mit den Herausforderungen in hier und jetzt, und wir wissen ja, dann mache ich wirklich Schluss, wir werden neue Herausforderungen haben. ChatGPT, künstliche Intelligenz, da kommt wieder ein nächstes Thema auf uns zu, wo wir jetzt die nächste Generation darauf vorbereiten müssen, und dafür haben wir auch wiederum alle Weichseiten. Vielen Dank euch beiden. Ihr habt uns mitgenommen in ja unglaublich vielschichtige, spannende, neue Einsichten, ein Blick auch auf diese ganze Klimaschutz-, Klimakrisendebatte, ja, dass man oft nicht hört. Es wird ja, wie du auch gesagt hast, viel nach technischen Lösungen gesucht. Es werden Zahlen genannt, wird über Limits und Einschränkungen gesprochen. Aber was oft fehlt, sind diese Einsichten, sind Weisheiten, sind Reflexionen. Und ich finde, davon habt ihr uns heute Abend unglaublich viel mitgegeben. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, dass ihr auch das, was ihr glaubt, das, was euch trägt, weitergebt. Vielen Dank für diesen schönen Abend. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie da waren, bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die Unterstützung, Christian Ströbele für die Kooperation, für die Fotografie, für die Technik, Desierto Florido, wo Sie jetzt auch noch mal herzlich eingeladen sind. Genau, einen herzlichen Dank an Sie alle. Vielleicht können wir erstmal klatschen. Jetzt möchte Christian Ströbele wird jetzt noch ein paar Worte sagen zu zukünftigen Kooperationen. Genau. Ja, erstmal auch von mir ganz herzlichen Dank. Also ich bin sehr froh, dass wir das jetzt mal wieder hier zusammen gemacht haben. Und wie du ja schon sagtest, das ist jetzt nicht die erste und auch nicht die letzte Zusammenarbeit. Gerade auch an diesem Thema sind wir weiter dran. Wir werden also nächstes Jahr an zu zwei Terminen auch nochmal zusammenarbeiten. Und Sie sind natürlich, also auch alle, die Sie uns jetzt hier zugeschaltet sind oder hier im Raum sind, ganz herzlich dazu eingeladen. Das eine ist mal eine Veranstaltung am 6. Februar, da tagen wir zum liberalen Islam in einer Reihe, wo wir uns kleinere islamische oder islamstämmige Gruppierungen vornehmen. Da wird es also gemeinsam um Akteure aus dem Spektrum des sogenannten liberalen Islam gehen. Und am 3. bis 5. Mai setzen wir in gewisser Weise fort, was wir jetzt hier gemacht haben. Da geht es nämlich dann um das Thema Religionen für Klimagerechtigkeit. Das wird eine interdisziplinäre Tagung sein. Da werden Stimmen aus verschiedenen Religionen mit vorkommen, Akteure und Best-Practice-Beispiele aus verschiedenen religiösen Kontexten mit eingebracht werden, im Zusammenhang, im Verbund auch mit interreligiösen Studientagen, also 3. bis 5. Mai. Und wenn Sie von diesen oder anderen Veranstaltungen mehr erfahren wollen, können Sie sich, glaube ich, entweder natürlich bei der Akademie bei uns melden, dann können Sie zum Beispiel unsere Newsletter und Veranstaltungsmitteilungen bekommen, aber auch in euren Verteiler. Und genau, sagst du vielleicht. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Wenn Sie weiterhin informiert sein möchten über unsere Veranstaltung, liegt am Eingang eine Art Verteiler aus, wo Sie sich eintragen können. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie jetzt noch hier bleiben, sich mit Getränken und Snacks versorgen und vor allem auch miteinander ins Gespräch kommen. Ihnen an den Bildschirmen vielen Dank, dass Sie da waren, und einen schönen Abend. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald in anderen Kontexten wiedersehen. Und bleiben Sie hier, aber kommen Sie dann später auch gut nach Hause. Dankeschön. Applaus